Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops, und ich habe es ja geschafft, weiterzukommen. Kontrollpunkt erreicht. Ich muss einfach nur halt nach vorne gehen. Ich hasse Spiele. Komm, raus! Raus! Ach, ich habe mich ein bisschen mehr beruhigt. Das ist auch toll. Und ja, ich habe keine Granaten mehr. Das ist nicht so toll. Naja. Dann nicht. Okay, dann nicht. Bin ich verwirrt, wenn ich abschießen soll. Genau den. Und den nicht. Ich gehe da mal ein bisschen. Ich gehe da ein bisschen weiter weg. Soll ich einen Raketenwerfer benutzen? Ja. Da oben bist du. Und da fliegt er runter, genial. Den nehme ich mal lieber mit. Ziel ausgeschaltet! Falsches Ziel! Richtiges Ziel. Wow. Ziel ausgeschaltet! Ich bin halt Pro, ne? Nein, bin ich gerade nicht. Übelst dich, Pro hier. Ich war annähernd. Ich gehe da ein bisschen weiter weg. Tschüss. Lauft rein! Blöden Russen! Stalin, ey! Oh. Wieso musste denn Stalin unbedingt Krieg anfangen mit den USA? Meine Fresse! Immer eine andere Waffe. Kapiere es. Die Scheiße, aber naja. Hey, wo ist jetzt? Da. Wow, es war knapp. Boah, die Schieße war richtig heftig schnell. Komm mal, tot. Wir sind da vorne, ist das Fieber? Ja. Komm, komm! Boah, der... Hey, wo kam der her? Wo kam der Sack her? Bitte. Ja, hey Leute. Das ist so ein Beschiss. Dann wird da einfach mal von der Seite respawned. Och, ja, respawn mir einfach mal von der Seite, dass der stirbt. Dass man nur anfangen darf. Ja, das ist wirklich sehr toll von den Leuten. Ich könnte immer den Kopf abreißen. Ja, Sack stirbt. Ziel ausgeschaltet. Sie sind im Laboreingang. Kontakt erledigt. Die Spawn von der Seite ist das allerhinterhältigste. Von Entwicklern, ja. Ziel ausgeschaltet. Allerhinterhältigste, was es gibt. Kannst du mal den abballern? Mein Güte, ich muss mich ja gerade so konzentrieren wieder. Hier rein, hier wird Steiner sein. Hier lang, das Biolabor ist unter uns. Ich
Komm. Weiter nach vorne, bitte. Ich finde es gar nicht witzig. Hallo? Überhaupt nicht witzig. In Deckung! In Deckung, deine Mutter. Rücken die jetzt nicht mehr nach. Ja, jetzt rückst du nach, wenn nichts mehr da ist, gell? Das war gerade ein richtiger Bug. Mason, hier Hudson. Wir wissen, dass Sie auf der Insel der Wiedergeburt sind. Melden Sie sich, Mason. Mason, hier Hudson. Sind Sie da? Oh, das ist echt unwitzig. So Bugs liebe ich ja bei Call of Duty. Einfach mal nicht nachrücken, gell? Ja, das ist einfach schlecht programmiert. Nee. Niemals Black Ops 2 rauskommt. Ich kaufe nie. Niemals. Niemals. Da fragt mich am besten einer wieso. Dann sage ich, schau mal im Black Ops Let's Play an. Es ist Mason. Was zur Hölle tut er da? Er tötet jeden zwischen sich und Steiner. Ja. Jetzt sind wir aus der Sicht ja von Mason. Nicht von Mason, von Hudson, ja, und gleich müssten wir auch wieder Mason sehen. Kommt. Wo seid ihr? Schon weitergerückt? Wo? Stirb. Oh, der hat aber schon ganz schön die Gänge. Ja, ziemlich aufgeräumt, der Typ hier. Okay. Fail. Wo ist ja in die richtige Richtung? Er versucht Kontakt mit uns aufzunehmen. Wie ist die Lage? Steiner, wie ist die Lage? Komm. Dragovic, Skinner trommeln alle auf der Insel zusammen. Alle, die er für seine Pläne nicht mehr braucht, werden hingerichtet. Sie müssen sich beeilen, bevor sie mich auch töten. Oh. Du sollst mit ein bisschen. Ja, ist egal. Ja, bleib halt da stehen, 10 Jahre lang. Der ist, glaube ich, tot, oder? Ziel ausgeschaltet! Lauf weiter. Lauf. Solange er läuft, bin ich eigentlich in Sicherheit. Ja, wo jetzt? Ach, da. Tür öffnen! Mason! Wir müssen ihn aufhalten, sofort! Okay. Ist kugelsicher. Ich habe jetzt halt... Ja, er hat gleich Kleidung an. Aufhören, Mason! Mein Name ist Victor Reznor! Ja, der gute Mason ist, glaube ich, verrückt geworden. Ja, denke ich es mal. Bekommen! Mason, nein! Wow! Ich bin okay! Und Steiner? Der ist tot.
Was ist mit Reznov, dem Deserteur? Wir müssen ihn finden. Werden wir nicht. Er war niemals hier. Ich musste es auch erst mit meinen eigenen Augen sehen. Was haben Sie mit Ihnen, Vorkuta, gemacht, Mason? Nach Steiners Tod ist Mason unsere einzige Verbindung zu den Zahlenübertragungen. Wir müssen ihn zurückbringen. Na los. Hier lang. So kommen wir zum Dock. Hier, Weaver. Wir haben das Paket und sind unterwegs. Verstanden. Wir nehmen jetzt die Docks ein. Ich frage mich echt, was sie mit denen gemacht haben. Unfassbar. Was haben die ihnen angetan, Mason? Mason, mein Freund, sagen Sie, woran kann man nur glauben? Ja, dass Mason ja sowas machen würde. Steiner einfach umbringen. Das hat einfach niemand geglaubt. Also wer das Blindspiel wird, das hat ihm niemand geglaubt. Dass einfach jemand umbringen würde. Aber naja, wenn man verrückt wird oder. Man weiß es nicht wirklich. Was da passiert ist, nur Kuta. Aber. Ich weiß auch nicht mal, ob man am Schluss herausfindet. Weiß ich gerade gar nicht richtig. Aber naja, wir werden es dann wieder sehen, wenn ich es durchhabe. Mason. Es ist zwecklos. Uns rennt die Zeit davon. Wir können jetzt nicht aufgeben. Er war ein Vorkuta. Er kann die Codes übersetzen. Er hat die Übertragungen gehört und wir wissen, dass darin der Ort versteckt ist. Es ist alles irgendwo in seinem Kopf. Er weiß wo. Wir müssen zu den Bunkern. Sind auf DEFCON 2. Sie haben alles versucht. Noch nicht. Einen letzten Trumpf habe ich noch. Okay. Verschwinden Sie, Viva. Ich habe versagt. Wollen Sie mit ihm sterben? Ihre Entscheidung. Ach, das war Viva da oben. Genial. Und Hudson. Verdammt! Warum erinnern Sie sich nicht? Reznov ist tot, Mason. Hören Sie mich. Er ist tot. Viva hatte recht. Uns rennt die Zeit davon. Das waren die Russen. Ich kenne sie. Sie sind kein Verräter. Die Zahlen, Mason, was bedeuten sie? Von wo aus werden sie übertragen? Ja, er ist anscheinend gefasst geworden. Was bedeuten sie? Dieser Viper ist langsam reich. Ohne Witz, der ist ungefähr schon zum fünften Mal online gekommen. Das ist lustig, irgendwie teilweise. Raum 21. Ich musste Steiner töten! Ich höre ständig Scheißzahlen! Ich geh mal dahin dann. Weißt du, was da ist? Ich hätte sie in Vorkuta töten sollen. Da ist nichts, oder? Na, wissen wir es jetzt. Raum 13. Und Mason, der geht hier richtig in den Psychotrip durch. Das ist total genial. Das ist toll gemacht. Das ist einfach eine tolle Idee eigentlich von den Entwicklern. Einen Moment Pause. Lassen wir ihn ausruhen. Wenn er wieder bei Bewusstsein ist, stoppt er von der Spannung. Ich erinnere mich! Oh, Vorkuta! Dem Subjekt wurden erfolgreich das Wissen zur Übersetzung der Zahlenfolgen eingepflanzt. Und wo liegt denn das Problem? Er reagiert nur sporadisch auf unsere Befehle. Unvorhersehbar. Er ist erstaunlich widerstandsfähig. Wieso? Er ist einzigartig, ungewöhnlich. Nur wenige verfügen über solche Willenskraft. Die anderen Testsubjekte waren beugsamer. Wenn er den in den Säulen versteckten Befehlen nicht folgt, ist er nicht von Nutzen für mich. Lasst ihn verrotten! Bringt ihn in seine Zelle! Vorkuta wirklich was mit Mason gemacht? Okay. Oh Gott! Diese Schmerzen! Ja, da waren gerade Zahlen. Ja. Da, 08. Keine Ahnung, was ich
Ja, mein Gott, oh mein Gott, ja, da kommen sie langsam. Weiter zum Ziel! Auswahl! Kompromittiert! Ah. In Vorkuta sind wir alle Brüder. Reznov, können Sie dem Amerikaner trauen? Auf jeden Fall. Er und wir sind uns ähnlich. Was ist mit Reznov passiert? Wir sind alle Soldaten ohne eine Armee. Betrogen, vergessen, verlassen. Sie werden überleben. Sie müssen. Wir sind Brüder, Miss. Wir sind gleich. Wow. Atmosphäre pur. Komme ich so durch? Ach, da. Kennedy. Der Raketenstart. Sie seien der Beste. Überall. Die Kommunisten, die sind eine große Bedrohung. Unsere Freiheit und Lebensweise stehen auf dem Spiel. Einer steigt aus. Jetzt zufrieden, Mason? Nein, noch nicht. Nicht, bis ich die Leiche sehe. Bin ich auf einmal. Okay, bin ich auf einmal im Pentagon? Ach, dahin, okay. Aber wirklich ein richtig guter Psychotrip. Noch. Steiner war auf der Insel der Wiedergeburt. Total die Psychonummer hier. Wir wollten beide dasselbe. Dasselbe. Wow! Ach, die Käsestange ist online. Der Schmerz tut weh, nicht wahr? Wir sind Brüder, Mason. Wir sind gleich. Alle müssen sterben. Dragovic unterzog sie einer Gehirnwäsche, aber Reznov hatte eigene Pläne. Mason. Reznov, wie konnten Sie aus Vorkuta entkommen? Wie gedacht, Sie ihn wiederzusehen? Er war nie in Vietnam. Er war Überläufer mit der Nummer 6 auf der Stab beim Angriff auf das McVie. Er war nie in den Rattentunnel. Das stimmt noch nicht mit dir. Auf der Insel der Wiedergeburt. Mein Name ist Viktor Reznov. Nein! Mason! Mein Name ist Viktor Reznov. Ja, Viktor war nie da. Das hat sich Mason immer nur eingebildet. Durch die Gehirnwäsche. Viktor Reznov ist seit 5 Jahren tot. Er starb bei der Flucht aus Vorkuta. All die Jahre dachten sie, er wäre bei ihnen. Aber das war er nur in ihrer Vorstellung. Ja. Ich habe ihm vertraut. Deshalb hat es funktioniert. Ein Experiment über Bewusstseinskontrolle. Dragovic programmierte sie darauf, Kennedy zu töten. Doch Reznov sabotierte sie. Er wollte Rache für das, was Dragovic ihm angetan hatte. Dragovic, Kravchenko, Steiner. 3 neue Opfer. Es gibt Lücken in ihrer Erinnerung. Zeiten, in denen sie verschollen waren und wir sie nicht finden konnten. Jetzt, wo die Gehirnwäsche gebrochen wurde, werden sie sich erinnern. Wir müssen gehen. Der Nova 6-Angriff steht kurz bevor. Hunderte von Schläfern in allen Staaten werden das Gift schon bald gegen unsere Landsleute freisetzen. Nach Steiners Tod verloren wir unseren Schlüssel zu den Zahlenübertragungen. In Vorkuta wurden sie darauf programmiert, die Zahlen zu übersetzen. Nur sie können uns sagen, was die Codes bedeuten. Nova 6 war nur ein Schläfereinsatz. Es gab sicher noch andere, von denen wir nichts wussten. Wir haben die Übertragungen. Wir haben sie ihnen stundenlang immer wieder vorgespielt. Aber wir konnten ihre Programmierung bisher nicht brechen. Mason, das ist unsere letzte Chance.
Hören Sie um Himmels Willen noch einmal zu. Die Zahlen. Was bedeuten sie? Machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Betrachten Sie ihn als Geschenk unserer neuen Beziehung. Ich kenne Sie, Vorkuta! Sie wissen nicht, was wir Ihnen angetan haben. Dem Subjekt wurden erfolgreich das Wissen zur Übersetzung der Zahlenfolgen eingepflanzt. An alle Agenten. Unsere neuen Verbündeten in Kuba haben uns die Errichtung einer neuen und dauerhaften Sendestation in ihrem Gebiet gestattet. Von jetzt an werden bis zur Initiierung von Projekt Nova sämtliche Befehle von der Rusalka gesendet. Unser Plan, das Herz des Westens anzugreifen, wird ausgeführt. Wartet auf weitere Befehle. Machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Betrachten Sie ihn als Geschenk unserer neuen Beziehung. 18, 13, 6, 22. Und dauerhaften Sendestationen in ihrem Gebiet gestattet. Rusalka. Sämtliche Befehle von der Rusalka gesendet. Ich weiß, wo der Zahlensender ist. Es ist ein Schiff. Habe es vor langer Zeit gesehen. Die Rusalka. Wo? Kuba. Ganz cool die Brille aufsetzen. Genial. Die Kommunisten sind eine große Bedrohung. Unsere Freiheit und Lebensweise stehen auf dem Spiel. Unser Plan, das Herz des Westens anzugreifen, wird aufgeführt. Er muss aufgehalten werden müssen. Jetzt müsste die letzte Mission des Spiels anbrechen. Deswegen lasse ich es einfach mal, ja, Angriffe auf die USDSSR, Sowjetunion. Man sagte mir, sie seien der Beste. Überall. Der Yucatan-Kanal. Dragovic, Kravchenko, Steiner. Der werden sie sein müssen. Diese Männer müssen sterben. Mr. Mason? So, Leute. Mason, Hudson und Weaver auf dem Weg. Alpha, wir haben Sichtkontakt zu Rusalka. Verstanden, Yankee 1. Nähern uns. Mason, übernehmen. Formation beibehalten. Wir nähern uns dem Zahlensender. Scheiße! Stehen unter schwerem Beschuss! Sie haben uns Naja, Leute, ich mache den Cut und im nächsten Part werde ich das Spiel beenden. Naja, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.